Hallo Leute, willkommen bei meinem Stream Retsuka. Ich werde heute ein bisschen in der Retro-Box stöbern. Und zwar habe ich mal ein Spiel rausgesucht, was ich früher ganz gern gezockt hätte. Aus irgendeinem Grund ist es aber nicht dazu gekommen. Vielleicht war auch die Priorität ein bisschen anders verschoben. Jedenfalls geht es um DuckTales. Und ich habe es mal angezockt, glaube ich, aber ich habe es nie durchgezockt. Ich glaube, es ist mir sogar dann irgendwann später zu schwer worden. Ich habe es, glaube ich, mal ausgeborgt gehabt in einer Videothek, als es noch Videotheken gab. Und ja, ich weiß nicht, was genau der Grund war. Aber das werden wir jetzt nochmal herausfinden. Entweder hat sich jetzt mein Interesse verschoben und das ist jetzt etwas, was ich tatsächlich zocken wird. Oder ich komme wieder drauf, was das Problem damals war. Gut, wir starten mal rein. Ein Capcom-Game. So. Auf los geht's los. Machen wir mal schwierig. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ja, Moment. Die Portion gleich mal aus. Me, Hilt. Me money bin alarm. Quick, Duckworth, get the limo. I shall get her in gear, sir. Hurry, Duckworth, hurry! The pedal is to the metal, Mr. McDuck. Ugh, not the Beagle Boys again. If they think they can stand between Scrooge McDuck and his 3 cubic acres of cash, they've got another thing coming. Ja, wenn Dagobert am Start ist, dann geht's rund. Gut, schauen wir mal. Genau, es gibt diesen Hop. Das war's aber, glaube ich, auch schon. Also mehr kann der, was ich weiß nicht. Naja, oh. Mon Dieu. Also ich könnte mir nie vorstellen, ein lustiges Taschenbuch zu lesen, weil ich die eigentlich ganz gern lese, in dem er Onkel Scrooge genannt wird. Für mich ist es Dagobert. Naja, gut. What I call a stomach ache. You were hit on the head, you moronic marauder. Thanks, Uncle Scrooge. You're welcome, lad. But Huey, what are you doing here? Well, we saw the Beagle Boys going into the money bin. We? Sure. Louie and Dewey are here. Laurie and Dewey. Oh Gott, das sind Namen. Nö, nö, damit könnte ich mich nie anfreunden. Was ist das? Aha, das ist schon her. Secret.
weiß gar nicht, ob es Secret Wände gibt. Aha, da ist sogar noch ein Move drauf. Ja, Schleier mit Stock. Ah, das war ja zum Verschieben von Gegenständen, ja. Ah, okay. You saved me, Uncle Scrooge. I did. Are you hurt, lad? Nah, I'm fine. But I saw Louie heading up the stairs with about 1,000 Beagle Boys right behind him. Stay here. I'll handle this. So, gibt es da oben? Gibt's nix? Das ist die Luft bewegt auf dem Sch. Ja, das haben wir eh schon gelernt. Ach so. Aha. Hüp. Oh. Also wenn es länger Spaß macht, könnte ich mir da sogar vorstellen, einen Speedrun zu machen. Meinen ersten überhaupt. Ich hab's gewusst. I knew it. Da ist nicht einfach nix. Aber ich glaube, die Diamanten sind irgendwie... Aha. Ja, gerade mal Punktejagd, aber jetzt nicht unbedingt. Oh! Shit. Hoppala. Warte mal, kann ich die nochmal spawnen lassen? Shit. Hammer time. Zack, 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 zack. Zack, uiuiui. Free in a jiffy. Not so fast, McDuck. We're running things around here now. Cuss me, Jules. One false move and I'm a roast duck. Leave me, Uncle Scrooge. It's not worth it. Leave me. Nonsense, me boy. So, zack, zack, zack. Gut, das kann man hin. Hey, when
I get the gold, I'm gonna buy Ma a new hat. Oh! What are you waiting for, my dad? Soll ich nicht aufpassen? In dein Gesicht. Aha. Boss time. Step away from me, fortune, you crook. Not this time, McDuck. Er sagt tatsächlich McDuck. You ain't getting the drop on this big old boy. Ach so, ja, Onkel Scrooge und McDuck. Oh, aua. You're safe. Is securely suspended, son. Okay, ich glaube, ich muss ihn abknallen mit diesen Dingern. Zack. Aha. Alles klar. Höhe. Schießt er sogar höher. Da gilt scheinbar nicht diese Aua. Diese Dreierregel, wie in diversen anderen Spielen. Hey! Bin ausgewichen. Okay, okay, okay. Muss tatsächlich warten, wie er wirft, und dann entweder oben oder unten ausweichen. So. Schweinebacke. Curse you, McDuck! This ain't the last you'll see of me! Yeah, good riddance to bad beagles, I say. Now, why in the world was he interested in this old painting? Surely there are more valuable... Well, pluck me pin feathers. It looks like some kind of secret code. Boys, boys! What did you find, Uncle Scrooge? Yeah, what is it? I'm not sure, but I know how to find it out. I'll feed it into my supercomputer and use Gyro's new crypto analysis program. Then we'll know what the Beagle Boys were after. Stand back, lads. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie Düsentrieb im Englischen heißt. Brigadoon! What is it, Uncle Scrooge? It's a treasure map, lads. And no ordinary treasure by the look of things. Only Uncle Scrooge would call any kind of treasure ordinary. Look! One of the treasures is in the middle of the Amazon! And there's another one in treasure... Da rennen da die Zahlen rauf und runter und die reden von irgendwelchen Schatzkarten. Okay. Something screwy. This last treasure can't be right. Yeah, there's no mountain on earth that's that high. Well, according to the Junior Woodchuck's guidebook, to get there we'd have to take about 537 million steps straight up till we reach the moon. You mean the moon, moon? It looks that way, lads. Well, what are we waiting for? That treasure's not going to discover itself.
Aha, man kann direkt überall hin. Interessant. Ja, wir gehen einmal zum Amazonas. Schön der Reihe nach. Get Launchpad on the horn. I'm headed to the Amazon jungle to find the scepter of the Incan King. Die Biene im Loading Screen hat mich jetzt direkt mal an Cuphead erinnert. Thanks for the lift, Launchpad. No problemo. Lift is one of my favorite principles of aerodynamics. Oh, say, you got your radio, Mr. McD? Hey, of course I do. Great, then I'll be your eyes in the sky. Oh, I'd be happy if you just keep your eyes on the sky for once. What an airhead. Hey, I heard that. Now then, ancient Incan legends claim the king's scepter was locked away in a giant temple of the clouds, and it should be dead ahead. Gee, Mr. McD, I see a lot of clouds, but no temple. You wouldn't, Launchpad. The legend says the temple was hidden away from all but King Manco Capquack himself. But there's bound to be a way to reveal it buried somewhere in this overgrown salad bowl. And I'm not leaving till I find it. Sagt das Salad Bowl? Grünzeug, Salad Bowl? Okay. Aua! Alles klar, die kommen wieder. Keine Zeit zum Rasten. Launchpad, I found an ancient coin depicting a nightingale. Dignify that question with a response. Oh. Gut. Pflanzen kann man nicht killen. Secret oder so. Naja, Secret. Es war ja offensichtlich, dass da runter geht. Another coin. And this one had an inscription of an eagle. Was wohl mit diesen Münzen auf sich hat? Okay, darauf kann man Poron. Da komm noch mal runter. Aua. Okay. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man damals zu schwer war. Ich meine, ich spiele jetzt auf schwer. Aber ich glaube, es ist schon nicht so easy, wie ich eigentlich dachte. Alter Schwede. Aha, a coin bearing the image of the Queen's horse. It'll help us find the treasure for sure. How can you tell, boss? Never doubt the well-honed instincts of an experienced treasure hunter. If you say so, Mr. McD. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn ich dann Game Over gehe. Muss ich damit auch von ganz vorne anfangen? Okay, das werde ich jetzt rausfinden.
Jetzt haben wir es mal richtig. Wie soll denn das gehen, bitte? Holy shit. Okay. Na komm. A coin showing the sun. Gads, I nearly tripped over it. This place is a mess. Where's Mrs. Beakley when you need her? Look at this. An ancient coin with the image of a scythe. It must represent a good harvest. This is Launchpad, calling Mr. McD. What is it, Launchpad? I'm running a little low on fuel up here. Well, where are the extra fuel canisters? That's why I'm calling you, boss. I checked the glove compartment, but all I found was gloves. Oh, you'd best find those fuel canisters, or the next thing you'll be flying is a model airplane. Is that a promise? Kann ich eigentlich... Oh! Okay. Es müsste eigentlich so gehen. Jo. Da kommen doch schon einige Gegner. Okay. Ich glaube, das macht jetzt wenig Sinn, hier weiter zu gehen. Another one, and it depicts the ruling might of a spear. This is Launchpad, Mr. McD. Come in, Mr. McD. Launchpad, what was that? Sagt der Launchpad? Yeah, I'm sure nobody was using that tree anyway. Except maybe them. Ah, dafür brauche ich die Coins. Haben wir schon gewundert. Come in, Launchpad. I found something. There's a carving of Manco Capquack on this stone slab, and there's 8 circular notches around it. Sounds great. Does it tell us how to find the treasure? Well, I'm not sure what it tells us, but I'm certain it's an important clue. Bless me, bagpipes. These coins I found will fit perfectly into the notches. Na, sowas aber auch. How about I come down here? You deal me in for a hand. You come down here and I'll deal you a blow to the head. You're supposed to be keeping an eye out for trouble, remember? Right. Trouble spotting it is. So. Wie kann ich jetzt... Twist.
Ich werde wohl kaum da runter müssen, oder? Oh. Oh. Oho. Mir fehlen noch zwei. Shit. You. War mein Instinkt doch richtig, dass ich zurückgehen sollte? Look at this one. It shows a shield. You know, I bet those Incans could have minted a whole lot more coins if they hadn't tried to make each one unique. Oh, da ist die achte. Oder? Ja, oh ja. Aha! This coin bears an image of the scales of justice. Just what I need to help me find the scepter. You know, Mr. McDee, I had a thought. Launchpad, why is that really Launchpad? Spoil a perfect record? That's a good question. Well, I don't have all day. What was your thought? Launchpad, were you dropped on your head much as a child? All the time. Why? Oh. Na gut. Brauchen wir es eh nicht, das sind ja nur quasi Punkte. Oh, au! Oh. Aber jetzt. Launchpad, what if the images on these coins symbolize the various tribes of Manco Capquack's empire? Maybe if I surround him with them. Ach no, it's not working. Hey, maybe you need to say the magic words. Abracadabra. Also wenn jetzt ein Boss kommt und ich habe vorher eigentlich schon bei dem Panzerknacker recht verkackt. Will you look at that? The ancient city of Manco Capquack. And that beam of light. It must be pointing to the Temple of the Clouds. But how am I going to get across? Up here, Mr. McDee. Follow that beam of light. Aha. Oh oh. Ja, ich lasse das mal mit meinen Sammeln. Wer weiß, komme ich da jemals wieder auf das Seil rauf? Ist, glaube ich, tatsächlich die beste Methode. I found a legendary temple of Manco Capquack. With a little help from your old pal, Launchpad McQuack. Oh, of course, Launchpad. I couldn't have done it without you. Now just hold on, and with a little luck, that scepter will be mine in no time. Okay. Das schau her. Gut, also es gibt auch Secrets. Ich meine, ja, es
Wurde schon gut angezeigt mit diesen, mit dieser Öffnung da nach oben. Wait a minute. Ich kann dahin, aber ich... Okay. Oh. Oh, au. Oh. Shit. das... Ja, die Schatzungen sind da eh nicht mehr. Moment. Shit, jetzt ist die Chest weg. Mrs. Bigley, now where did you come from? Why, from home, of course. I had to be sure you were all right in this filthy place. Nice. Oh, thank you kindly, dear. Goodbye, Mr. McDuck, and be safe. Das sag ich nicht nein. Achso, da kann man hoch. War vielleicht nicht so klug. Arschlöcher. Gut, also es sind schon mehr Secrets versteckt, als ich mir gedacht habe. Nice. Hallo. Biodance, ah, mir wird das Emote leider nicht angezeigt. Ah, shit. Au. Okay, jetzt muss ich durchlaufen. Lauf, Forest, lauf! Au! So, 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 ui! Au! Ah! Ich meine, ich könnte es Stein für Stein machen, aber das ist ein Fake. Ich wollte eigentlich nur kurz stehen bleiben und mich erholen von den Strapazen. So, und jetzt lauf. 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 Okay, wurscht. Ich bin zu blöd. Ja, ja, DuckTales. Ist irgendwie auf meinem Pile of Shame. Also ich habe es früher mal auf dem... SNES oder was NES angezockt und nachdem sie ein Remaster hat, was ich gerade spiele, davon gibt, haben wir gedacht, das wäre doch eine gute Gelegenheit, das mal abzuarbeiten. Aber es hat schon einen knackigen Schwierigkeitsgrad, also so ist nicht. Oh. Scheiße. So ist da. Und es sind auch gut Secrets versteckt hier, die gar nicht so einfach sind zu finden. Ach Gott.
Schlange. Alter! Sag nicht, ich... Oh Gott! Was ist da los? Okay. Wofür soll das gut sein? Ah, jetzt check ich es auch. Wenn ich die Schätze einsammle, dann wird der Tresor voller. Also es macht schon Sinn, Geld zu sammeln. Wie Mario und Luigi, ich weiß nicht. Also. Der Schwierigkeitsgrad scheint mir hier auf jeden Fall irgendwie schwieriger zu sein. Kommt doch von welches Mario, weil es gibt ja, weiß Gott, wie viele Mario Games. Stellen wir dann in Discord was ein. Okay. Du stellst was ein? Na, da bin ich aber gespannt. Oh, say, you got your radio, Mr. McD? Hey, of course I do. Great, then I'll be your eyes in the sky. Oh, I'd be happy if you just keep your eyes on. So, die Sequenz können wir springen, weil das können wir eh schon. Ah, nö. Jetzt muss ich den ganzen scheiß Dschungel nochmal machen. Ach Gott. Ach, ich bin aber auch echt nicht gut in dem... Ah, und die Münzen muss ich auch noch sammeln. Das ist ja voll gemein. Schwupp. Den nehmen wir mit. Ah ja, ducken kann er sich auch. Ganz vergessen. Ich will auf jeden Fall schauen, dass ich jetzt mit mindestens 2 Leben da durchkomme. Weil die Spinnen machen es halt ganz schön schwierig hier. So, richtiges Timing abwarten. Jetzt. Oh, ich bin so dumm. Jetzt bin ich ohne Hit durchgekommen und am Schluss habe ich es nochmal vergeigt. Okay. Das ist schon ein bisschen knifflig. Fuck. Alter. Wie soll denn das gehen? Okay, es geht. Shit. Geht's eigentlich weiter? Nö. Na gut. Ich brauch Herzen. Was für eine... Weiß gar nicht, ob ich die verboten habe. Warte, ich kann doch mal kurz checken. Es
kann sein, dass ich es wieder eingestellt habe. Aber eigentlich dachte ich, dass ich es eigentlich gelassen habe. Settings. Text und Bilder. Shit, wo waren das nochmal? Es wäre cool, wenn es eine Suchfunktion im Discord gäbe. Wenn ich da eingebe, Anhänge, dass ich dann sofort dahin komme. Moment. Das sind Benutzereinstellungen. Vorschau, Mode-Icons, Textfeld, Sprachchat. Sicherheit. Erlaube Teilbrenner, Daten verwenden und Discord, Daten verwenden, erlaube Discord. Zugriff. Berechtigung. Achso, da. Ah ja, okay, ich glaube, ich habe es wirklich geändert gehabt. Also in Let's Write hätte ich es halt wieder zurückgeändert. Da müsste jetzt gehen. Ja, ich weiß schon, hätte ich natürlich später machen können. Aber... ist ja nicht so schlimm. Wenn es jetzt noch ein Stück länger dauert hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich später gemacht. So, diesmal habe ich die Coins gleich. Da war... na... hä? Achso, da unten ist einer. Au! Uck! Uck, einfach nur. Einfach nur Uck. So, die Chests sind schon weg, okay. Achso, stimmt, da kann ich ja bouncen. Gut, eine brauche ich noch, aber die eine ist ja, soweit ich weiß, jetzt oben gewesen. Oh, shit. Was meinst du mit Machraute-Bilder? Ich soll einen eigenen Kanal machen für Bilder oder was? Könnte ich tatsächlich machen. Also, ich wollte eigentlich noch ein paar Kanäle machen wie Off-Topic, was im Prinzip Let's Write ist. Dann einer, der halt sich rund um Streaming dreht. Ja, dann eben einen zum Quatschen. Und keine Ahnung. Ich glaube, pro Spiel wird mir das ein bisschen zu viel, wenn ich pro Spiel einen Kanal mach. Aber was sich halt dann sonst noch ergibt.
Komm her, Quack. Find komisch, dass das. Er heißt Quack Bruchpilot. Und im Englischen heißt es Launchpad. Launchpad ist ja genau das Gegenteil vom Bruchpilot. Das ist ja. Wenn ich von etwas starte und nicht wenn ich runterfliege. Bisschen irreführend, aber okay. Ja, schau ich mal danach an. Okay. Fokus. Eigentlich war der Abschnitt ja nicht schwer, aber ich bin durch dieses nervöse Hin- und Herspringen halt. Jo. Ich frage mich ja auch, wie viel Kohle man braucht, dass der Geldspeicher am Ende voll wird. Ob das 1 Milliarde ist? So, da habe ich am Anfang verkackt. Easy. Ah, scheiße, schon wieder die Chest. Sie gibt uns jetzt wieder ein Leben, das finde ich gut. Ein Leben mehr. Oh, das war wirklich ein bisschen risky. Bounce. Money. Also wenn ich nicht zufällig dagegen geschlagen hätte, ich glaube, ich hätte das nicht rausgekriegt, dass da irgendwas versteckt ist. So, jetzt habe ich 4 Leben. Die Voraussetzung schaut auf jeden Fall schon mal besser aus, als sie vorher noch war. So, und jetzt halt nicht hängen bleiben. Das lief gut. Das lief überraschend gut gerade. Okay. Wofür sind die da? Okay, noch ein bisschen Money. So, und da bin ich glaube ich vorher irgendwo abgekackt. Oh. Alter Schwede, da geht's schon ziemlich. Au. Ja. Aha. Wow, 5 Leben. Das entwickelt sich gut. Das wirkt, als wäre da irgendwas noch. Oder auch nicht. Is the King's Scepter. Well, oh, this was easier to find than a penny in a parking lot. Ja, natürlich kommt ein Bossy. Bossy McBossen. Catch me, Kilts. What was that? Oh. What the hell? Okay.
Alter Schwede. Okay, gut, dass ich 5 Leben habe. Shit. Nein! Mist! Was kommt jetzt? Alter Schwede! Alter Schwede! Komm! Ah! Oh oh! Okay, das habe ich jetzt raus, aber es wird halt schneller. Wie es halt schon anfängt, total beschissen. Mist. Du musst halt immer springen, wenn er diesen Move macht. Oh, what? Das ist ja urfies. So hat das aber nicht begonnen. Oh. Okay. Das war close. So. Das ist ja fies, dass da einfach 4 auf einmal zusammengegangen sind. Voll RNG. Komm. Ich habe halt auch ein schlechtes Timing. Okay. Scheiße. Wow, das war knapp. Okay. Wie viele Hits braucht denn der bitte? Und ja, es wird schneller. Oh oh. Der war echt nicht ohne. Hurry, Mr. McTee! This place has fallen to pieces! No! I'm not leaving without that scepter! Oh ja, geh! Geh doch, Vollidiot! Scheiß auf das Scepter! Get us out of here, Launchpad! I cannot believe we came all this way for nothing!
Der Dude ganz links. So. Outsider, our prophecies have long foretold that our ancient city would one day be returned to us. For hundreds of years we have waited. Alle anderen sind voll sauer und auf Krieg aus und er voll chillaxed. Mad? Quite a contrary feathered one. Is there anything we can do to... Ja, gib mir all dein Geld. Well, now that you mention it, I did come here looking for an ancient scepter. I didn't suppose... Does it look like this? It fell from the temple. Oh, they're climbing for nothing. Hey, Mr. McD? Bless me, bagpipes, the scepter of the Incan king! It is yours. Take it and go in peace. Take it and leave it. After all, it was just the old king's back scratcher. Ein Rückenkratzer. Ja, Level abgeschlossen. Nice. Schwierigkeitsmodifikator, na sicher. The scepter of the Incan King. I tell you boys, there's something special about this treasure. Really, Uncle Scrooge? Yeah, it just looks like an old back scratcher to us. You boys need to learn some respect for the finer things in life. Now, if you're done having fun at your old uncle's expense, help me decide where we should go next. Alles klar, Onkel Scrooge. Transsilvanien. Pack your bags, boys. We're off to Transylvania. And we're no coming back without the coin of the Lost Realm. Also der Boss hat mich schon ordentlich zum Schwitzen gebracht. Auch wenn der jetzt nicht irgendwie mega schwer war, aber... Er war auch nicht leicht. This is it, kids. Draculesti Manor. Home of the legendary Drake von Vladstone. Heimat des legendären Vlad von Vladstein. Boy, it's kind of creepy. Das schau her, jetzt ist auch die... Die Mini-Daisy-Duck dabei. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich meine, Tick, Trick und Trag ist klar, aber sie... Drake von Vladstone was best known by his nickname Count Dracula Duck. Okay, Nicky has a real monster in there, Uncle Scrooge. Ah, don't be silly, Webby. Yeah, there's no such thing as Dracula. Right. He is right, isn't he, Uncle Scrooge? Of course he is, Louis. Vampires, banshees, and mischievous spirits are... Just a lot of stupid. Let me guess, jetzt kommt all das, was er gerade aufzählt hat. But you better stick close to me, just in case. Die sind jetzt bei mir? Schauen wir mal, vielleicht gibt es am Anfang irgendwo ein Secret. Da schau her. Die hat eigentlich das Pogo erfunden, weil es gibt ja diese Pogo-Sticks, wo man genau so oder ähnlich springt. Now you boys stay put and keep an eye on Wee Webbergill. I'll be back with the treasure in no time. Aw, oh, nuts. We want to come with you, Uncle Scrooge. Don't worry. I'll be back with the coin before you can say E pluribus unum. Er stand dabei, der mit der Münze zurück sein. Na, mal schauen. Yeah, I'm not sure that's as fast as you think it is. Besides, why should we have to stay here just because Webby's a big chicken? Yeah, we're not afraid of whatever's hiding out there, are we? You boys are so mean. I'll show you who's not afraid of the dark. Oh. Webby! Naja. Huey, Dewey, Louie. Du fragst den richtigen? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gesagt habe oder gefragt habe. Ich rede viel, wenn der Tag lang ist. Okay, was hat sie für eine Funktion? Sie wartet einfach.
I knew it. I knew it. Die stehen aber, okay, die stehen wieder auf. Und zerdeppern, wenn sie irgendwo anknallen. Was ist hier? Das ist ein Spiegel. Der steht ja nicht einfach so da. Was hat's mit dem Spiegel auf sich? Und wieso kann ich da oben hin? Oh. War nicht so klug. Das sind wie Kamikaze-Figuren. Warte mal. Oh, oh, oh. Ich gehe mal zuerst unten noch weiter. So, unten geht's aber weiter, oder? Okay. Dann gehen wir doch oben weiter. Zwischenboss? Na komm her. Von wegen Geister. Hey. Yo. I'm out of here. Na gut, Zwischenboss. Hey, that wasn't a ghost at all. It was a beagle boy in disguise. Trying to beat me to my treasure, no doubt. But it'll take more than just an old bedsheet and flower dust to frighten off Scrooge McDuck. Look, Uncle Scrooge, that beagle boy dropped something. It's an old piece of paper. Twist me, Tartan. It's an ancient rune. You mean like a magic spell? Vielleicht kann ich jetzt damit die Spiegel betreten. We'll worry about that later. Right now, I want you to head to the front door and wait for me. I'll be back once I've found the treasure. Off you go, lad. Okay, ja. Dann viel Spaß beim Sonne genießen oder lass dich schön brutzeln im Proletentoaster. Bin letztens beim Wandern, bin ich 3,25 Stunden draußen gewesen und krebsrot zurückgekommen. Also ich hab mal erst von der Sonne genug. Okay. Die kann man nicht killen, die Geister. Gut zu wissen. Die sind aber auch fies positioniert, die. Du Kackgeist, hey. Hä? Die ist doch zuerst umgefallen. Das sind Grabsteine, ich sehe es erst. Steht auch RIP drauf. Oh. Fuck. Ja. Was soll man da machen, außer
drauf gehen. Ich hätte ganz gerne wieder ein bisschen Health. Geh weg. Ich kann den nicht hitten. Also ich glaube, es war... es war wirklich der Schwierigkeitsgrad, der mich damals abgeschreckt hat. Ich meine, ich spiele es zwar schwer, aber es ist schon schwer, finde ich. Und so kann man die dann schlagen, wenn man die gekillt hat. Das mit Geistern ist ein bisschen scheiße, dass ich die nicht killen kann. Oh. Ja, das nehme ich gern. Ich will da noch nicht rein. Wie komme ich denn da nach oben? Oh shit, den hätte ich gebraucht. Aber warte mal, das kann man ja respawnen. Zack. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da ist auch ein Spiegel. Da drüben war noch ein Secret Gang. Okay. Was ist das? Part of the spell matches the inscriptions on this mirror. Ugh, if only I had all the pieces to this puzzle. Aha. Also das ist dann quasi der Spiegel, wo ich am Ende hin muss. Das ist ja voll fies, wie soll das gehen, bitte? Mehr? Aber das da oben ist ja ein... Ein Ding der Unmöglichkeit. Oh. Mist. Ja, einmal falle ich drauf rein. Aber sicher kein zweites Mal. Was ist da noch? Nix.
Vielleicht hätte ich aber doch zuerst in den anderen Spiegel gehen sollen. Na gut, gehen wir mal in den. So, wo bin ich denn da jetzt gelandet? Ach so geht das eigentlich. Ah, da bin ich hier. Na gut, dann kann ich ja jetzt in den anderen gehen. Oh oh. Halt! Shit! Wieder ein kleiner Bossi. Ich schätze mal wieder, ja, wieder ein Panzerknacker. Und ein Geist diesmal. Die gehen auch diagonal, die Geister. Time he'll think twice before scrapping with Scrooge McDuck. Das heißt aber, oh Gott, wenn ich jetzt drauf gehe und ich habe kein Leben mehr, dann muss ich den ganzen Käse nochmal machen, genauso wie mit den Münzen. One piece. Well, that bungle boy did say this house has an illusion wall. Do you think he meant... Of course, a secret passage. Oh, no wonder I've been having so much trouble finding anything around here. Good lad. Now, off you go. I need you to wait at the entrance with the others. Ich meine, ich habe zwar 4 Leben, aber wenn ich irgendwo runterrausche, hilft mir das auch nichts. Es hat so ein bisschen Donkey Kong Vibes gerade mit der Gondel. Ging mal recht easy. Also rechts sind Schatz und dann gehe ich wohl noch rechts. Kommt man denn bitte zu den Schatz und da oben hin? Lol. Da war ich schon. Mist. Hm.
Ah, jetzt komme ich nicht mehr nach oben. Ich schätze mal, wenn ich links die ganzen Ketten runtergerutscht wäre, würde ich am Ende dort sein, was ich gerade gesehen habe. Achso, jetzt bin ich ja schon wieder da. Aber wenigstens weiß ich jetzt, wie diese Gegner gehen. Zack. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich gehe einfach mal wieder da rein. Kann ich gleich mal den unteren Weg nehmen. Ja, der schon wieder. Das war echt knapp gerade. Ich bin aber noch gesprungen im letzten Moment. Okay. Was passiert denn hier? Aha. Ja. Ja. Okay, wie unspektakulär das zum Freischalten ist. What the hell? Gundel Gaukele. So, da gibt es noch mehr zum Freischalten. Gibt es überhaupt jede Menge zum Freischalten? Okay, Leute. Das war DuckTales, dass ich es noch rauskriege. Macht Spaß, ist so ein guter Zeitvertreib. Und es ist jetzt nicht so, dass sagst, ich zocke jetzt 2-3 Stunden, sondern na, so ein Level, dann ist so eine halbe, dreiviertel Stunde vergangen oder mit Skill halt vielleicht auch nur 5 Minuten. Das kann man ruhig so nebenbei zocken, gefällt mir ganz gut. Ich werde es wohl auch noch weiter zocken. Mal schauen, wie lange es anhält, der Hype. Aber so finde ich es eigentlich ganz witzig. Wie gesagt, für nebenbei ist es durchaus in Ordnung. Gut, dann mache ich hier einen Cut. Und ich habe schon ein nächstes Spiel in Aussicht, was ich gleich im Anschluss zocken werde. Für euch, wenn ihr es als VOD schaut, ist es halt nicht im Anschluss. Ja, seid gespannt drauf. Ich bin es auch und ich habe es überhaupt noch nicht gezockt. Also ich bin gespannt, wie es wird. Bis dann, haut rein. Ciao.